Valorant, das kostenlose neue Spiel, ist endlich da und in diesem Video zeige ich dir, wie der Download funktioniert, wie du das neue Spiel kostenlos herunterladen kannst, wie du es installieren kannst, wie du ein Riot-Konto erstellen kannst, einen Account, um das Spiel zu spielen. Das zeige ich dir alles in diesem Video. Und wenn du sagst, hey geil, dass endlich ja jeder das Spiel spielen kann, dass man nicht mal irgendwie so einen Open-Beta-Key besorgen muss, sondern man kann einfach sich ein Konto erstellen und loszocken, ja, dann lass mal einen Daumen hoch da und Abo und Glocke, wenn du Lust hast, auf mehr Valorant Content. Ich werde noch weitere Videos machen, wie man Clips aufnehmen kann. Ja? Valorant Clan E-Sports Team haben wir, da kommt auch noch ein Video zu. Kommt einfach schon mal auf den Discord-Server, ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Und jetzt würde ich einfach sagen, ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert mit dem Download, mit dem Herunterladen und dem Installieren. So, das erste, woran die meisten Leute scheitern, ist die Valorant-Seite zu finden. Ja? Gebt einfach Valorant ein, ja, V-A-L-O-R-A-N-T. Und dann kommt ihr hier schon auf die Seite. Ihr seht schon, da sind ein paar Suchergebnisse. Ne? Riot's Game, hier unten steht es playvalorant.com. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ne? Wir könnten ja auch auf die englischsprachige Seite gehen. Wir klicken mal einfach auf das erste Ergebnis. Ah ja, und da sind wir auch schon. Ne? Ihr seht quasi, wir sind jetzt hier auf Englisch. Wir können das Ganze umstellen auf Deutsch. Klicken oben auf diesen Globus. Da kann man dann Deutsch auswählen. Dann ist das ganze Ding auf Deutsch. Wenn ihr andere Sprachen bevorzugt, was weiß ich, Russisch, Arabisch oder so, könnt ihr das da oben natürlich auch einstellen. Und ja, jetzt seht ihr schon, steht da jetzt spielen und da würde ich sagen, klicken wir mal drauf. Ne? Man kann sich natürlich hier noch schön die Website angucken, aber wir gehen auch jetzt spielen, wir wollen jetzt zocken. So, wenn wir jetzt sagen, jetzt spielen, fragt uns, haben wir schon ein Konto oder nicht? Kleiner Hinweis für alle, die gerne cheaten. Bei Riot Games, ja, das sind die Hersteller von Valorant, ist es so, sie verteilen Hardware-ID-Bands. Ja, ihr kennt das aus anderen Spielen, da kriegt man Account-Band, kann man sich einen neuen Account machen und dann weiter zocken und weiter cheaten und so weiter. Das geht in Valorant nicht, ja. Hier werdet ihr mit eurem kompletten Computer, mit eurer kompletten Playstation, mit eurer kompletten Xbox oder eurem kompletten Handy oder was auch immer ihr benutzt zum Zocken, gesperrt. Also, cheaten lohnt sich nicht, ja. Wenn ihr sagt, Cheater sind doof, lasst mal einen Daumen hoch da. Riot Games geht da richtig hart gegen vor und das ist auch eine gute Sache, meiner Meinung nach. Ja, wir wollen jetzt ein Konto erstellen, also drücken wir auf Erstelle ein. So, jetzt sind wir hier auf der Seite, wo wir unsere E-Mail-Adresse eingeben können. Ja, wenn ihr keine E-Mail-Adresse habt, holt euch einfach eine bei Gmail, ja, dem Dienst von Google, oder bei GMX einfach ein Konto erstellen, ist kostenlos. E-Mails kriegt man fast überall kostenlos. Und ganz wichtig, sperrt euch die verdammte E-Mail-Adresse. Wir haben das immer wieder bei Fortnite gehabt, dass Leute ihre E-Mail-Adresse vergessen haben, nicht mehr darauf zugreifen konnten. Und wenn dann nicht der Account weg ist oder das Passwort oder ihr wurdet gehackt oder gescammt, kommt ihr dann nicht mehr in eure Accounts ran. Ganz wichtig, E-Mail-Adresse ist super wichtig. Macht euch eine E-Mail-Adresse für eure ganzen Gaming-Accounts, die ihr für alle Gaming-Accounts benutzt und merkt euch das verdammte Passwort. Ja, da einfach die E-Mail-Adresse eingeben, ihr könnt dann noch das Häkchen machen bei gelegentlich Neuigkeiten und besondere Angebote von Riot Games erhalten, dann kriegt man ein bisschen Werbung. Ja, wenn ihr keinen Bock drauf habt, einfach nicht machen. Also E-Mail-Adresse da einfach eingeben, reinklicken und dann auf den Pfeil rechts nach weiter. So Leute, ihr seht, ich habe die E-Mail-Adresse eingegeben, ja, abonniert votatv votatistoll.de und dann geht der rote Pfeil an, also da draufklicken und dann kommt ihr weiter. So Leute, als nächstes müsst ihr das Geburtsdatum eingeben, das hängt vermutlich damit zusammen, dass Valorant ab einem bestimmten Alter ist, gibt also einfach ein Geburtsdatum ein, ja, und jo, dann drückt ihr auch noch wieder weiter auf den Pfeil, der dann rot leuchtet, wo ich gerade mit der Maus drüber bin. So, dann brauchen wir natürlich noch Benutzernamen, ja, und ja, da könnt ihr natürlich ein bisschen kreativ sein. Ich würde euch empfehlen, nicht irgendwie Hexlayer irgendwas zu nehmen, sondern irgendeinen Namen, den man vielleicht auch aussprechen kann. Hat immer einen großen Vorteil. Ich weiß immer nicht, wenn sich Leute bei uns bewerben fürs Pro-Team, wie zum Henker soll ich diesen Namen aussprechen? Oder wenn ich mit irgendjemandem zocke, wie zum Henker spreche ich den an? Ne? Also wenn du Hans heißt oder Peter oder Ali oder Mehmet, dann kann man easy dich ansprechen, wenn du heißt irgendwie, keine Ahnung, irgend so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination hast, ja. Sucht euch einfach Namen aus, Leute, die man aussprechen kann, weil sonst ist echt schwierig für eure Mitspieler Call zu machen halt. So, nachdem wir den Namen festgelegt haben, brauchen wir natürlich noch ein Passwort, ja, das kriegen wir natürlich auch hin. Da einfach irgendwas sicheres nehmen. Ne, ihr solltet nicht 1, 2, 3, 4 benutzen oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, das ist zu einfach. Benutzt Sonderzeichen. Man sieht hier quasi, Riot Games will auch, dass wir mindestens einen Buchstaben und eine Zahl benutzen. Das hängt damit zusammen, umso komplexer das Passwort ist. Also Zahl und Buchstaben machen es komplexer, ja, macht es komplizierter. Dann ist es schwieriger zu hacken, wenn ihr noch Sonderzeichen einbaut, wie Fragezeichen, Ausrufezeichen,
Klammern und so weiter, Prozentzeichen, dann wird es richtig schwer, das Passwort zu hacken. Deswegen auch in eurem Interesse, sucht euch ein sicheres Passwort, aber merkt euch das Passwort oder schreibt es euch da auf. Ja? Das kann man auch machen, auf einen Zettel ausschreiben und dann irgendwo in eine Schublade reinstecken. Das ist mein Passwort für meinen Riot Games Account und dann habt ihr ein sicheres Passwort und könnt nicht gehackt werden. Ihr dürft das Passwort natürlich niemandem geben, ja, ansonsten könnt ihr trotzdem easy gehackt werden. Ja, das ist der Sinn des Passworts, das darf keiner kennen. Wenn ihr irgendwelchen anderen Leuten das Passwort gebt, dürft ihr euch nicht wundern, dass das dann dass euer Account dann immer weg ist. So, ihr seht, ich habe hier wieder so ein Monster-Passwort drin, ne? Und jetzt erfüllt das hier quasi alle Kriterien. Dann muss ich das Passwort hier unten nochmal eingeben und dann kann ich unten auf diesen Pfeil drücken und dann geht's weiter. Ja Leute, dann haben wir das Konto erstellt. Ihr seht, wir können jetzt einfach runterladen drücken. Stellt sicher, ihr müsst Platz haben für euer Konto. Ja, ihr müsst Platz haben für das Spiel. Wenn ihr noch andere Spiele habt, die ihr nicht spielt, schmeißt die runter. Deinstalliert die einfach. Ja. Und dann können wir das Ganze hier runterladen. Für alle, die schon ein Konto hatten, ja, ich habe euch jetzt gezeigt, wie man so ein Konto erstellt. Könnt ihr euch natürlich auch einfach einloggen und dann kommt ihr automatisch auf diese Seite, wo man das Ganze dann herunterladen kann. Wir drücken jetzt einfach mal auf Herunterladen. Jetzt müssen wir hier wieder unser Geburtsdatum eingeben, ne, damit Epic Games weiß, wir sind älter als das Alter, was man haben muss, um dieses Spiel zu spielen. Ich gebe das hier einfach mal ein und drücke dann auf Fortfahren. So, ich habe auf Fortfahren gedrückt und jetzt kann ich herunterladen. Ich drücke mal auch wieder auf Herunterladen. So, ich habe jetzt auf Herunterladen gedrückt und ihr seht, da unten steht jetzt Install Valorant Exe 65 Megabyte. Soll ich das machen? Und ja, das machen wir. Wenn ihr einen anderen Browser benutzt, Chrome, Firefox oder was auch immer, dann kann das sein, dass es ein bisschen anders aussieht. Ihr könnt einfach in den Download-Ordner von eurem PC gucken und da werdet ihr das wahrscheinlich auch finden, die Datei. Ansonsten einfach suchen, ja, wenn ihr die Datei habt, findet ihr auch in der Download History von eurem Browser auf Ausführen gehen. Das ist der Installer, der wird das Ganze dann runterladen. Ich mache das jetzt auch einfach mal und mal gucken, was dann passiert. So Leute, ich wurde jetzt gefragt, ob ich das Ding installieren will von Windows. Deswegen ist jetzt hier gerade nichts zu sehen gewesen. Es gab so einen Sound. Und dann wurde ich gefragt, willst du das Ding installieren? Und jetzt macht er das einfach mal und jetzt warten wir mal, wie es weitergeht. Ah ja, Leute, das ist das Installationsprogramm. Ihr seht, da unten steht erweiterte Optionen, sehr schwer zu lesen. Man kann hier den Ordner auswählen, wo man es installieren will. Das sind 7 GB, das ist natürlich nicht viel. Wir drücken jetzt einfach mal direkt auf Installieren. Und ihr seht, jetzt installiert er das Ganze. Das dauert jetzt ein bisschen. Unten sieht man die Leiste. Ich gehe mal davon aus, das zeigt einem, wie weit das Ding ist mit der Installation. Ihr seht ja quasi diesen Balken da unten, da hier ganz unten links. Ja, der füllt sich jetzt ein bisschen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, alle laden sich jetzt dieses Spiel runter. Jeder will dieses Spiel spielen. Das ist super gehypt, das ist super beliebt. Und kann das ein bisschen dauern. Wir haben das ja bei Warzone gesehen. Ich glaube, bei manchen hat es mehrere Tage gedauert, bis das Spiel dann da war. Und wenn das Ding fertig ist, gucken wir mal, wie es dann weitergeht. So Leute, es geht voran. Ihr seht quasi, jetzt hat er anscheinend alles runtergeladen. Sieht gut aus, oder? Ich würde sagen, jetzt hat es auch wieder zugemacht. Ah, guck mal, hier ist der Launcher. Hier ist der Launcher. Ja, das Spiel ist gestartet. Und jetzt könnt ihr hier euren Benutzernamen eingeben. Ah, nee, man muss erstmal unten auf Installieren drücken. Okay, was gibt es denn hier noch? Hier gibt es noch ein Zahnrad. Beim Zahnrad kann man die Sprache auswählen. Also wenn ihr keinen Bock habt auf Deutsch, dann stellt da von mir aus Englisch ein. Und ansonsten könnt ihr hier einfach auf Installieren drücken. Ja, und da muss man den Ordner angeben, den Benutzer, für den man es installieren will. Also man kann das für alle installieren, wenn ihr wollt, dass alle auf dem PC das spielen können oder nur ihr. Und dann drückt ihr auf Installieren. Dann fragt Windows nochmal, ob ihr euch sicher seid, dass ihr da was installieren wollt. Und dann geht's schon los. Ihr seht quasi hier, ne, es geht gerade ab 100 Megabyte. 300 Megabyte, 400 Megabyte. Bei mir dauert das jetzt hier 30 Sekunden. Wenn ihr natürlich langsameres Internet habt, dann dauert das Ganze länger. Und jetzt sind wir schon bei fast 1 Gigabyte und ihr seht, es geht immer weiter. Und schreibt mir mal, welche Spiele habt ihr denn in der Vergangenheit gespielt? Freut ihr euch auf Valorant? Seid ihr gehypt auf das Spiel? Habt ihr schon in der Beta gespielt? Habt ihr schon Erfahrung gemacht? Habt ihr es jetzt noch zum ersten Mal gespielt? Ja? Guckt ihr regelmäßig Streamer auf Twitch oder YouTuber oder Videos zu Valorant? Würde mich auf jeden Fall interessieren und mich würde interessieren, soll ich Content zu dem Spiel machen? Ne? Soll ich Videos zu dem Spiel machen? Wie gesagt, es kommt noch ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr Clips aufnehmen könnt von Valorant. Ich werde euch noch ein Video machen zu unserem E-Sports-Team und Clan. Wenn ihr einen Clan sucht in Valorant, könnt ihr schon mal auf den Discord-Server kommen. Da werde ich euch auch noch ein bisschen was zeigen. Cracky hat ja einfach mal mitten im Video abonniert. GG, Digga. Und gut. Also, jetzt haben wir das Spiel installiert und jetzt können wir unseren Benutzernamen und Passwort eingeben und dann können wir uns einloggen. Ich probiere das Ganze einfach mal aus. Ne? Ihr wisst wieder Bescheid. Benutzername eingeben, Passwort und dann auf diesen Pfeil hier drücken, wenn ihr fertig seid. Und dann gucken wir mal, was passiert, ob ihr das Spiel startet.
So, dann natürlich müssen wir noch hier die Nutzungsbedingungen akzeptieren, da einfach wieder auf Annehmen gehen. Ne? Solltet ihr natürlich alles lesen, habe ich natürlich alles schon vorher gemacht, aber ja, also lest das Zeug ruhig durch. Ihr müsst nicht, dass ihr da nochmal irgendwie an eure Niere oder eure Leber vermacht, weil ihr eure verdammten die AGB nicht gelesen habt oder die Regeln oder was auch immer. So, jetzt können wir hier auf Spielen drücken und ich glaube, dann hat es das auch. Dann können wir Valorant zocken, gucken wir mal. Ah ja, es tut sich was, Leute. Schauen wir mal. Ah ja, Leute, jetzt können wir noch nicht direkt loslegen. Wir müssen erstmal einen Namen auswählen. Also wir müssen jetzt quasi hier angeben, wie wir in Valorant heißen wollen, ja. Und da geben wir jetzt einfach irgendeinen Namen ein und drücken auf Bestätigen. Und ab geht's. Ah ja, jetzt sieht's gut aus, ne? Jetzt sieht's gut aus, Leute. Jetzt musste ich da noch auf die Faust drücken und jetzt sagt er mir, Vanguard ist nicht installiert. Alter, ah ja. Okay, das ist ein Problem. Vanguard ist das Anti-Cheat-Programm. Das ist, es startet quasi mit dem PC. Deswegen muss man das installieren und ich muss jetzt anscheinend auch auf Rechner neu starten drücken. Und dann kann ich endlich Valorant zocken. Wir probieren das einfach mal aus. Ihr seht quasi, das ist dieses Vanguard. Man hat schon gehört, das ist ein super sicheres Tool, um Cheater aus dem Spiel rauszuhalten. Ist ja ganz wichtig, wenn man so ein Competitive Game haben will, so ein E-Sports-Titel, dass man da keine Cheater hat. Wir sind ja hier nicht bei Call of Duty oder so. Und ja, da wollen wir natürlich cheaterfrei sein und dazu brauchen wir Vanguard und müssen nochmal den PC neu starten. So Leute, wie ihr seht, funktioniert Valorant jetzt. Ich habe den PC neu gestartet, beziehungsweise ich habe ihn runtergefahren. Neustarten hat nicht geholfen. Als ich Neustarten gemacht habe, habe ich den Fehler bekommen, dass Valorant für mein System nicht verfügbar ist. Das ist natürlich ein bisschen dumm gewesen. Das lag daran, durch den Neustart hat Windows nicht wirklich runtergefahren und neu gestartet, sondern hat einfach nur, ja, also es ist ein bisschen was anderes. Macht einfach komplett runterfahren und dann kommt ihr auch in Valorant rein. Ihr seht, ich kann jetzt hier freilich fröhlich zocken. Und ja, wenn ihr Bock habt auf mehr Valorant-Content, lasst auf jeden Fall Daumen hoch da, Abo und Glocke. Wir werden noch ein Video machen, wie ihr Clips aufnehmen könnt in Valorant. Wir werden noch ein Video machen über den Clan, über das Pro-Team von Valorant, wie ihr da reinkommt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auf dem Discord-Server vorbeigucken würdet, Abo und Glocke da lassen würdet. Und wenn ihr irgendwie auch nochmal ab und zu mal Fortnite spielt, tragt mal Creator-Code VODATV ein, um mich zu supporten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.